Einst lebte eine junge Dame in einem Obstladen. Sie verkaufte ihre Sachen, doch auf einmal merkte sie, dass etwas mit ihren Pflanzen nicht stimmt. Alle sind eingegangen, nur noch die Blumen. Und dieser Mann, es machte sie so wütend, dass alles hier kaputt war. Deswegen schlug sie diesen Mann und flüchtete. Als sie dann weg war, geschah es. Ein Einkäufer sah sie, aber sie war zu schnell für ihn, denn er war nur ein ganz normaler Fettsack. Er konnte ihr sie nicht folgen und auf einmal war sie weg. Er geht weiter seinen ganz normalen, gewöhnlichen Weg. Währenddessen sah er viele, viele Gassen und einen sehr, sehr komischen Laden hinter sich. Er inspizierte erstmal den Kasten, denn er war Ingenieur. Also er war Elektriker, konnte viel machen. Er inspizierte es, fand aber nichts. Dann benutzte er seine Masche, dass alles kaputt war und er es reparieren konnte. So waren seine Worte. Als es nichts gebracht hatte, ging er ganz normal weiter. Und dann sah er den Obststand. Jedenfalls das, was dann noch übrig geblieben war. Er dachte sich so, oh, das sieht ja schön aus. Ja, cool. Wir können Obst verkaufen. Der Einkäufer, der Elektriker war so glücklich, endlich seinen Job aufzugeben und Obst zu verkaufen. Denn es war schon immer sein Traum. Doch, es sollte nicht so sein. Leider hatte jemand etwas Böses vor. Jemand hatte extra die ganzen Pflanzen vergiftet, damit sie traurig wird und depressiv, weil jemand hat etwas gegen den Obststand. Und wollt ihr wissen, was? Er wollte es wissen? Okay, ich zeige es euch. Genau, es war der Burgerladen. Und all diese zwei Leute hatten ihn gesehen, wie er in diesen Laden, in sein Obstgeschäft reingegangen ist, also in den Obstladen. Sie hatten was gegen sein Obst, denn sie ihn gehörten, dieser Laden. Er konnte sich natürlich nicht wehren, deswegen blieb ihm die eine einzige Möglichkeit zu rennen. Er rannte und rannte und rannte, aber er hatte so gut wie keine Chance. Was hätte er machen sollen? Doch auf einmal hatte er sie abgeschüttelt. Er rannte zurück zum Laden. Und dann geschah es. Doch als er ihn in Sichtweite hatte, geschah es. Er explodierte. Es sollte ein Anschlag sein. Er wusste nicht, was er denken wollte. Und da waren die Komplizen von den Alten. Er rannte und rannte mal wieder. Was er meistens tut, wenn so etwas passiert. Er suchte die Gegend. Er sah vieles, vieles. Dann sah er einen Mann tot liegen. Als er dann beim toten Mann war, ging er zu ihm und sah, er hatte eine Waffe. Er nahm die Waffe und ging zurück zu seinem Obstladen, um sich zu rächen. Als er dann zurück war bei seinem Obstladen mit seiner Waffe, alles war zerstört. Nur noch die Pflanzen, die da waren am Anfang, sind noch hier. Er war zutiefst traurig und wollte nicht mehr leben. Er hatte sich vorgenommen, die Leute aufzuspüren und sie umzubringen. Und dafür würde er auch trainieren.